Ja, du kannst hören, wie sie sich wohl gerade unterhalten. Naja, und die Goblins saßen wohl irgendwie den ganzen Tag im Süden von hier, haben mit ihrer komischen Pfeife reingeblasen, hat mir die Stadtpfarrer erzählt. So eine Idioten. Ich weiß nicht, was das sollte, aber haben sich danach selbst an die Ohren gepackt und sind dann heulend zusammengebrochen. Und naja, das ging halt den ganzen Tag. Irgendwie so eine Hundepfeife. Die Hunde haben halt angeschlagen, waren so ein bisschen müde. Ja, und als dann die Stadtwache kam und die Goblins dann, ich weiß nicht, zum fünften oder sechsten Mal reingeblasen haben und wieder jaulend auf dem Boden lagen, haben sie die ja mitgenommen. Keine Ahnung, was das sollte, werden gerade verhört. Chefe, Ja. Sekunde, es sind gerade die Wache. Okay, jetzt sind sie weg. Chefe, die haben hier noch Hunde und heute haben Goblins mit der Pfeife versucht zu pusten, wie du erklärt hast. Ja. Aber sie selbst hören wohl wie die Hunde. Und ja, das war wohl nicht gut. Sie haben es kurz gemacht und dann wurden sie von den Wachen aufgegriffen und die werden gerade verhört. Verdammt. Okay. Wir das heute machen. Wenn sie verhören, ich weiß nicht, wie lange so Goblins dicht halten können. Maske. Wissen die, wer du bist? Nein, aber sie könnten mich wahrscheinlich beschreiben. Oh, okay. Okay. Kennt sich einer von euch beiden mit Hunden aus? Hunde beißen mehr als gesund ist für sie. Das ist ja schon mal nicht gut. Dann, ich weiß nicht, wenn wir eine Patrouille ausschalten, würde das auch auffallen. Ja, der Hund würde wahrscheinlich sowieso schon angeschlagen zu bellen. Wir könnten natürlich anschleichen von hinten, erschießen Hund und dann abstechen bei der Wache. Ich weiß nicht, ob andere Wachen das würden merken wollen. Die gehen ja immer nur rund und rund und rund und sehen sich ja nicht. Würde mal spüren, also ich würde mal so Finger in den Mund und dann gucken, von wo der Wind kommt. Ein W4. Aber sobald wir machen das, wir sind natürlich auf Uhren. Wir müssen uns dann beeilen und haben keine Zeit mehr, weil irgendwann fällt auf, das Wache ist nicht mehr da. Und dann ist Alarm. Von Norden nach Süden. Alles klar, das ist schon gut für uns. Also je länger Ah, ne, wir es ist nicht gut für uns, klarkommen, es ist schlecht für uns. je länger wir klarkommen, ohne Leute zu töten, ist besser dann. Das Von Norden stimmt. nach Süden ist gut, weil wir uns von hinten in die Wache schleichen können. Nee, eben nicht. Der Wind weht von hier nach hier. Die Ja, Wache quiekt genau. von hier nach Der hier. Geruch wird von hier nach da getrieben. Richtig. Das heißt, wenn wir hier stehen, hinter der Wache, und uns von hinten anschleichen, riecht uns der Hund nicht, weil der Wind in die andere Richtung pustet. Naja, wenn wir jetzt hier runtergehen, dann hast du Ja, recht, aber. oder wenn wir warten, bis die Wache dann halt hier ist. Keine Laufen die Ahnung. hier lang? Ich dachte, die laufen in die Richtung. Ach, die laufen hier lang. Ich glaube, die laufen gegen den Uhrzeigersinn. Geht, dann hat Ragnar recht, wir sind jetzt in der Tinte. Richtig. Du Dann müsstet ihr auf könntest einen Chip. die Südseite wechseln. Du könntest einen Chippy dafür ausgeben. Nee, wir könnten Für natürlich auch hier einfach hier einen hingehen. Chippy kannst du auch da stehen bleiben. Ach komm, wir könnten auch von hier einfach und hinten an die Wand schleichen. Ihr könnt natürlich auch einfach versuchen zu kommen über den Hof, ohne gesehen zu werden. Eine Rechnenprobe bitte von euch. Kann ich eine Tierkundeprobe machen, ob das, was Alarixey gesagt hat, funktionieren könnte? Was hat er denn gesagt? Dass man einfach über den Hof geht, während die Hunde und so weiter gerade, so wie sie hier gerade stehen, ohne gesehen zu werden, rüberzuschleichen. Weil der Geruch verfliegt ja. Der Geruch verfliegt prinzipiell, ja. Das ist jetzt die Überlegung. Ja, Tierkunde kannst du mal würfeln. Ja, weil eigentlich ist Und das ja noch eine Schwachsinn. Rechnerprobe. Eine Rechenprobe. Naja, Tierkunde easy. Also von Und Hunden eine hast du keine Ahnung. Ja. Sich nie drum bemüht. Der hast du vielleicht in Garrett mal im Einlassgrund gegessen, aber was du auf alle Fälle gerade noch sehen kannst, ist, dass der Umkreis, den sie hier gehen, das sind 200 Meter, schätzt du wohl ab. Und ja, wenn die eben langsam patrouillieren, hast du so ein Zeitfenster von ungefähr 3 Minuten, um jetzt von hier nach da zu kommen. Das ist ja in Ordnung. Ein Zeitfenster, wenn sie hier gerade an mir vorbeigekommen sind, oder ein Zeitfenster, wenn sie so wie sie hier gerade stehen? Also, du hast 3 Minuten, bis die Wache von hier nach da gegangen ist und die von hier nach da. Alles klar. So, und wann du losrennst, das schreibe ich dir nicht vor. Losrennen ist natürlich schwierig, Wie sondern breit ist noch. denn. Schleichen, mir egal.
Wie breit ist denn dieser Hof? Das kannst du abmessen. Nein, kann ich nicht. Die Karte scheint nicht genau zu sein. Doch. Mal 100. Okay. Ja. 800 Meter ist das 400 Ding Meter? Hoch. Genau, 400 oder 500, je nachdem. Okay. Das ist in 3 Minuten sportlich. Richtig sportlich. Ja, aber theoretisch können doch. Das war doch warte, in Dunkel. Wieso 400? Du sagst mal 100. 0, genau, sind. Ja, ich habe meine Rechnungsprobe verkackt, ich darf das. Ja, richtig. Alrix, hey, das ist verkackt. 20 Meter, alles klar. Ich bin immer in Character, Frosty. Das ist sehr löblich. Ja, wir könnten gut hinbekommen, dürfen nur nicht gesehen werden von Balkon. Richtig. Ich würde jetzt einfach mal die Kapuze übermachen, damit ich hier in der Dunkelheit... Was für eine Mondzeit haben wir eigentlich? Also kann man draußen viel sehen, wenn es von drinnen erleuchtet ist? Ja, warte mal, das muss ich gar nicht auswürfeln. Wir haben... Den 15. Warte, ich gucke ins Protokoll. Wir haben den 9. Zar. 9. 8. Zar. Das heißt, wir haben Tote Mara, Neumond. Also es ist gar kein Mond zu sehen. Yes! Das ist sogar richtig günstig für euch. Helmmarder bzw. Tote Marder. Hex steht uns bei. Ich meine, natürlich, das hab ich natürlich alles geplant, meine ich natürlich. Wir können auf jeden Fall drüber ran hauen. Die Frage ist, ob wir schnell genug kommen rein, bevor Wache kommt. Oder wenn Wache kommt, Frage ist, ob Hund und Riecht auf Entfernung. Vielleicht doch nicht. Siegwald, traust du dir das zu? Ein Schloss innerhalb von drei. Der Fuchs, während wir auf Mission sind, immer der Fuchs. Ah ja, natürlich, der Fuchs. Der Fuchs. Aber ist der Fuchs nicht der Fuchs? Wie kannst du der Fuchs sein, wenn der Fuchs der Fuchs ist? Aber schafft der Fuchs es denn, das Schloss innerhalb von 2 Minuten oder 1,5 Minuten zu knacken? Ah, so ein kleines Boten-Laufspurchen-Schloss, null Probleme. Okay, der scheint auf jeden Fall überzeugt von sich selbst zu sein, das ist schon mal gut. Ja, ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, hier oben ist der Balkon und da stehen 2 Wachen. Ja, das stimmt. Aber es ist halt Neumond. Also das Einzige, was die halt von uns mitkriegen können, ist, dass sie uns hören. Ja, richtig. Ich wollte nur noch einmal sagen. Also die sind natürlich auch nachtblind gerade, weil sie im Hellen stehen und nach draußen gucken müssen. Aber ja, je nachdem, wie laut, leise, auffällig ihr seid, könnten die euch natürlich auch sehen. Könnten wir einen Mordanschlag auf Arvid Stachelbrand verüben. Wo ist die Tür, in die wir rein wollen? Es gibt eine Tür hier. Im Boteneingang ist, glaube ich. Veranda. Ihr könnt natürlich dann auch über die Fenster kommen. Also es sind auch überall Fenster. Das ging ja natürlich auch. Das hier ist der Boteneingang, oder wie? Ah ne, warte, das ist doch. Das müsste der Boteneingang sein. Fragen wir das gerade auf der großen Karte. Das kann sein, ja. Wo seid ihr denn gerade? Steuerung F. Wir waren auf der hier ist der Boteneingang. Genau, ja. Okay, wenn das nordwärts ist, sind wir... Also ich gucke hier nochmal kurz auf die Karte und sage dann zu den anderen, dort schlafen allerdings 3 Leute drin. Können wir durchschleichen oder sollten wir besser nehmen ein Fenster? Wir können natürlich auch ein Fenster nehmen. Aber das würde auch Lärm machen, das aufzumachen. Kommt der ich wollte fragen, kommt der Fuchs da rein, ohne zu machen Lärm? Natürlich, der Fuchs kommt überall rein. Ohne Lärm zu machen auch nicht. Durch eine Glasscheibe, Ei. Ist denn überhaupt Glas? Ist bestimmt Glas, ist Störbrand. Denke auch. So, dann sollten wir einmal rumschleichen, um den Weg zu verkürzen. Und was ist das? Ist das ein Gartenhaus da? Ich weiß nicht, was das ist. Sag mal. Ist vielleicht Gutscheinschuppen. Sein, ja. Aber ich gesagt, davon habe ich keine Karte und auch keine Informationen bekommen, deswegen weiß ich das nicht. Aber schau mal, ist kein Aufwand zu Hause, ist also eher nicht Gutscheinschuppen. Was ist da drin? Sei leise, die Wachen kommen. Ihr könnt euch weiter unterhalten, ich hatte jetzt einfach nur mal die weiter arrangiert und gedreht und... Ich nehme schon an, dass wir jedes Mal Pause machen, wenn die Wache ein bisschen näher kommt. So. Aber... Also die Sache ist, die laufen ja mal hier diesen Weg lang. Das heißt, wenn wir dann hier sind, dann sind wir eigentlich schon safe. Wir könnten vielleicht erst schauen, was ist in Gutscheinschuppen. Und dann wieder gehen. Wie sieht denn dieses Haus hier von oben aus? Von oben? Ja. Wie das obere Haus von uns aus aussieht. Nicht wie es von oben aussieht. Das ist wohl ein
einstöckiges Gebäude. Es gibt also keinen zweiten Stock. Und was da drin ist, wisst ihr nicht. Es gibt auf alle Fälle ein großes Tor. Das könnt ihr noch erkennen. Da hat es auf alle Fälle auch Platz für einen Schuppen. Für einen Pferdewagen oder sowas. Bestimmt der Wagen drinne. Dann wir sollten nicht reingehen. Aber vielleicht wir können damit abhauen, wenn es nötig. Müssen wir erstmal die Pferde vorspannen und so weiter. Dann nehmen wir lieber unseren eigenen Wagen. Vielleicht. Also, wir müssen rein. Wie kommen wir? Ich würde sagen, durch ein Fenster, wie ihr schon vorgeschlagen habt. Und der Fuchs ist ja sehr überzeugt von seinen Fähigkeiten. Wir wurden auch häufig unter Beweis gestellt. Fuchs, Also, wir, Fuchs, willst du gehen alleine oder sollen wir kommen mit und du machst auf Fenster und dann wir alle gehen gleichzeitig hier rein? natürlich, wenn es Probleme gibt, dann müssen wir das Problem ausschalten, bevor es leer machen kann. Oh. Entsichere dann schon mal meine Armbrust. Sehr gut. Also, wir schleichen schon von Baum zu Baum und während ich an die Fenster hantiere, ihr gebt Deckung vor einem Busch davor. Das ist Oder gut. das Wichtigste ist auf jeden Fall, keinen Lärm zu machen. Ich denke nicht, dass die Wachen uns dort oben wirklich sehen können. Wenn wir den Busch und sie sehen ihn und sie kommen zu ihm, um ihn festzunehmen, wir können springen aus Busch und machen Abdurchen. Ist nicht gut, aber ist besser als. Wenn sie ihn finden, dann werden sie wahrscheinlich erstmal Alarm schlagen. Dann müssen wir sein schnell. Ist Das richtig. besser in Schande wegzurennen, als dass er ist im Gefängnis. Ja, genau. Alles klar. Seid ihr bereit? Einen Moment, ich muss vorbereiten. Der Fuchs holt seinen Rucksack runter und ihr seht, er holt was raus. Das ist ein Leintuch, etwa so 40 mal 40 Zentimeter. Und auch da ist irgendwie was dazwischen. Also auf dem Leintuch, was ist drauf? Und dann ist da sowas wie eine Wachsfolie oder so. Damit kann ich das Fenster lautlos öffnen. Sehr gut. Ich bin Dann mal das. gewesen mit. Jetzt Ich ist bin nur noch mal. die Frage, in welches Fenster wollen wir rein? Ich schaue mir noch mal kurz den Plan an. Okay, also. Wir kommen von hier oben. Nee, das ist Westen. Hier ist Nord. Achso, doch, ja, Stimmt, wir wir kommen kommen von von hier. hier, richtig. Nee, wir. Ja, irgendwo hier so. Ja. Das Genau, also heißt. hier ist dieser Balkon und ihr steht jetzt irgendwo hier oben im Westen. Okay. Und hier ist dann das Dienstbotenquartier. Hier. Was ist hier? Esszimmer. Arbeitszimmer oder so, könnte ich mir vorstellen. Wenn du draufklickst, steht der Esszimmer. Also kann das anklicken, ja. Man sollte mal nicht wissen. Ah, jetzt hat Frosty das unsichtbar gemacht. Nee, also. Also ich würde sagen, von den Jetzt Bildern her, vielleicht. die ich hier sehe, hier oben sieht aus wie eine Waffenkammer. Das hier ist keine Ahnung was. Ich glaube, hier wohnt, wenn schon denn schon hier irgendein Störrebrand, Arvid vielleicht. Oder das ist irgendwie so die Lounge oder so. Oben ist dieser Festsaal. Besprechungsraum. Lehrerraum. Hier könnte vielleicht auch Störrebrand wohnen. Das ist ein Bett. Ich habe keine Ahnung. Also aktuell sieht es ja so aus. Daro, bei dir wieder alles in Ordnung? Sekunde, ich lade gerade. Aber ja, mach weiter. Aktuell sieht es so aus, dass ihr von hier oben kommt. Die Wachen hier auf dem Balkon habt ihr natürlich gesehen. So, und dann könntet ihr entweder durch hier diese Tür, eins oder zwei, oder ihr versucht es eben über diese Tür oder über irgendwelche Fenster, die es dann überall gibt. Ich würde Diese tatsächlich sagen, Fenster sind natürlich sehr ungut, weil da seht ihr auf alle Fälle Leute drin. versuche trotzdem. Ich würde sagen, wir brechen da eben kurz in den Festsaal ein. In dem Geißeln. Also ich würde tatsächlich sagen, wir gehen einfach hier hin, weil ich da kein Bett sehe. Und dann sneaken wir uns nach unten. Ich meine, wenn wir quasi in der gleichen Richtung, in der die Leute sneaken, dann haben wir auch mehr als 3 Minuten Zeit.
Dann sollten wir uns aber an der Hecke erst hinabbewegen. Ja, okay, genau, dann erst den Platz. Dann wechseln wir wieder auf die andere Karte. Moment, nichts drücken. Ich mache Steuerung F. Das heißt, ihr müsstet dann nicht von hier kommen, sondern von hier unten. Und dann genau. Könnt ihr auf dieser Seite, könnt ihr euch dann hier durch die Vordergärten, könnt ihr euch dann umherpirschen und dann steht ihr hier und könnt dann auch mit dem Wind darauf warten, dass die Wachen hier sind. Die gehen dann hier weiter runter und ihr könnt dann euch hier zu diesen nächsten Büschen pirschen. Ich würde sagen, das tun wir. Gut, dann würfelt mir nochmal eine... Ich sage einfach mal eine Körperbeherrschungsprobe, um jetzt von diesem Garten über diesen Zaun zu klettern, hier durch den Garten zu rennen und hier auch. Wir können auch einfach hier rumgehen. Oder so. Dann halbe Stunde später, ihr könnt immer noch sehen, dass der Wagen hier steht und ja durch die nächsten Hecken hier rein. Ich würde mal bedeuten, dass er bis zu dem anderen Haus vorfahren soll. Kann er nicht. Das Rad ist gerade abmontiert. Ja, dann soll er es anmontieren und bis dahin vorfahren. Ja, macht er dann. Dauert ein bisschen. Ja, oder soll das wieder abmontieren und so tun, als würde er arbeiten. Und ich sage ihm dann, dass er ungefähr, sagen wir mal, 20 Minuten fertig sein soll. Gut. Dann sofort los können. 23 Uhr, nächster Punkt Erschöpfung. Immer noch, es ist ziemlich kalt. Ja, dann steht ihr wieder in dieser Hecke hier und wir warten dann die 3 Minuten, bis die Wache dann genau hier steht. Ich würde die übrigens nochmal fragen, ob sie Attack können. Da. Nicht gut, aber ein bisschen. Oh, das hätte ich vergessen. Er demonstriert es dir dann auch, aber du hast das Gefühl, dass du auch mit seinen dicken Wurstfingern im Attack noch den bornischen Dialekt mithörst. Ah, oh, der Fuchs ganz gar nicht. Alles klar. Wow, ehrlich? Ah, vergessen. Ragnar hat es extra vorher gesagt. Ja, egal. Scheiß drauf. Ich würde einfach mal so, keine Ahnung, die minimalen, rudimentären, wie jetzt geht's weiter, still. Oder da ist einer. Also ja, die 3 würde ich kurz zeigen. Ihr habt jetzt gerade das offene Zeitfenster. Die 3 Minuten laufen. Alles klar. Go, 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 go. Los, los, los. Dann geht's los. Würde ich auch sagen. Der Fuchs läuft vor. So wie das aussieht, sind hier auch keine Wachen, oder? Oder ist da auch noch ein Balkon? Hier ist keiner. Nur auf dieser Seite. Hier ist der Balkon. Perfekt. Und die Terrasse. Und hier ist dann der nächste Balkon. Okay, wollt ihr euch dann direkt hier zu diesem Busch oder zu dem Fenster? Der Fuchs muss ja wohl zum Fenster. Wir anderen beiden wollten näher zum Busch, denke ich. Jo. Okay, dann bekomme ich bitte von euch allen eine Schleichenprobe und von dem Fuchs eine Sich-Verstecken-Probe. Die anderen beiden eine Pflanzenkunde-Probe. Oh, Gift-Efeu. Oh yeah. Besseren habe ich nicht. Darf ich meine Talentspezialisierung sich versteckende Beute nutzen? Ja. Ich habe Pflanze auch nicht. Sehr gut. So, 1, 2, 3. Schleichen ist überall gelungen. Spezialisten am Werk, das läuft. Wir sind halt echte Shadowrunner. Ja. Sich verstecken kannst du dann auch ohne Probleme. Tippelst du dann gerade an diese Häuserecke und kannst dir dann die nächsten Fenster betrachten. Hier ist alles dunkel und keine Person im Inneren zu erkennen. Pflanzenkunde? Ragnar? Haben wir beide nicht. Haben wir beide nicht. Hilft mein Gefahreninstinkt mir weiter? Maras kann einmal auf Pflanzenkunde überlebt. Okay. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wo ich den finde. Unter Sonstiges? Unter Sonstiges, das ist eine Gabe, genau. Kann ich das auch ableiten aufs Wildnisleben mit einer 10er Erschwernis? Einen über. Wildnisleben mit einer 10er Erschwernis, ja. Habt ihr ein Schwein? Habt ihr richtig Schwein? Ja, sowohl bei Alrixey kribbelt der Nacken und stellen sich die Haare auf, als auch bei Ragnar, der sich gerade in diesen Busch reinwerfen will, so leise wie möglich. Ihr schreckt davor zurück, denn bei diesen Büschen, da stand sogar im Dossier, was rausgegeben wurde. Also nicht genau welche Pflanze, aber sie sagte doch irgendwas von den Gärtnern, dass diese hochbezahlt sind. Das, was euch da anstarrt, ist Nachtschatten. Das heißt, wenn ihr diese Pflanze berührt, und ihr könnt auch einmal durch den ganzen Garten gucken, hier hat sich wohl irgendjemand eine Freude daran gemacht und züchtet hier giftige Pflanzen. Wenn ihr diese berührt und euch in diesem Busch abhockt, dann könnte es sogar sein, dass ihr Lähmung, Taubheit, Schwellung,
Ihr könntet auch anfangen zu bluten, Durchfall, Schweißausbrüche. Das kann sogar bis zum Tod gehen. Ja, ihr steht ein bisschen verwundert da. Da könnt ihr sehen, wie die anderen Wachen auf der anderen Seite gerade wieder ankommen. Ich lasse mir da gar nicht erst Zeit und husche direkt zum Fuchs hinüber. Ja, genau. Gut. Noch eine Probe oder reicht das? Nee, das reicht. Ich wollte nur wissen, ich wollte es einfach mal erwähnt haben. Gut, wir wechseln jetzt wieder komplett auf die andere Karte. Und hier sind eure Token. Eins, zwei, drei. Muss gerade Tatsächlich gucken. will ich Rachner nach unten ordnen, um mich da oben zu machen. Der Maßstab ist jetzt hier 1 mal 10. Also oben könnt ihr sehen 0 bis 5 Schritt und das heißt, wenn ihr irgendwelche Distanzen braucht, dann mal 10 das Ganze. Auf welcher Karte sind wir jetzt? Auf Moment. der. Ich Nichts richtig, sie haben es. drücken, Steuerung Erst F. mal drauf. Okay. Gut, das heißt, wir haben die andere Karte verlassen und befinden uns jetzt hier in diesem Haus. Ja, nichts zu sehen. Kein Licht. Fenster, 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 Fenster. Box, die Wachen kommen. Sehen wir denn Ich hier werde. in diesem Fenster irgendwas? Die Fenster sind leer, Dockfenster. dunkel. Hier ist dann noch das nächste erleuchtet. Was sind das für Fenster? Gibt es da irgendwie einen inneren Rahmen oder sowas? Da gibt es einen Rahmen, ja genau. Also da müsstest du dann überlegen, wie du das aufhebeln kannst. Das ist von innen eine Verriegelung. Und ja, entweder du kannst das natürlich mit Gewalt aufbrechen, mit einer Brechstange, oder du überlegst jetzt was. Also was ich meine ist da So ein sowas wie Schiebefenster. so ein Holzkreuz drinne, dass das große Fenster unterteilt ist in vier kleine oder so. Nee. Okay. Ja, dann werde ich das Teerkissen wegtun und meine Brechstange rausholen. Das richtige Werkzeug. Ragnar verzieht ein wenig das Gesicht, als er das sieht. Scheint sich schon umzudrehen und ist bereit wegzurennen. Nur Vertrauen, mein Freund. Dieses Fenster habe ich schon einmal gesehen. Und dann werde ich mit der Brechstange so ein bisschen rumtasten an dem Fenster. Ich gucke auch so, in welche Richtung man das aufmachen kann. Und dann dort, wo das Schloss sein müsste, den Hebel anbringen und brechen. Du bekommst durch die Brechstange eine Erleichterung von 1 und das Fenster selber gibt dir eine Erschwernis von 5, um das leise zu machen. Mechanik. Okay. Du hast Mechanik, richtig. Also insgesamt eine Erschwernis von 4. Okay. Oh Gott, er hat Mechanik nicht. Doch, Es aber mir fehlt knackt ein einmal Punkt. laut. Warte, warte. Soll ich mein Chibi benutzen? Du hast keinen GP. Du bist ein Ach namenloser so, ich NSC. bin kein Held, richtig. Es knackt einmal laut und das Fenster ist auf. Ein großer Riss ist daran zu erkennen. Oh. Rein, 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 rein. Und der Fuchs klettert schnell rein. Ich würde schnell irgendwie irgendwas greifen, was da in der Nähe liegt, was irgendwie ein bisschen schwer aussieht. Dann da vors Fenster legen, so als wenn das aussieht, so als wäre das da gerade gegengeflogen wegen dem Wind oder so. Keine Ahnung. Erstmal Was müssen willst du wir nehmen? rein, mein Lieber. Was finde ich denn da in der Nähe? Also wenn da irgendwie so kleine Kieselsteine oder so sind, dann würde ich den daneben legen. Für einen Schicksalspunkt gebe ich dir eine Hake. Eine Hake? Drei, zwei, Nee, nee, muss nicht. eins. Dann musst du verschwinden, stellst dich dann, ja, nachdem sie sich alle reingedrückt haben, ja, schnell. Fenster ist immer noch offen und du kannst sehen, wie wohl die Wache jetzt gerade sehr nahe schon ist und an diesem großen Fenster. Ne? Einige Entfernung haben sie noch Will natürlich, das aber Fenster zumachen. du möchtest das Fenster zumachen. Gut, das Ja, muss das muss natürlich ich. leise geschehen. Ja, was möchte ich dafür haben? Mach einfach mal eine Hauswirtschaftsprobe. Ich erschwere sie dir um. Ja, sagen wir 5 Punkte, weil das Fenster kaputt ist. Kann ich Leichen als Erleichterung nehmen? Nee. Jetzt bist du einfach nur noch fies. Kann ich helfen? Geht das? Ich möchte verschiedene Talente abfragen. Es ist doch viel zu schade, wenn ich jetzt nur schleichen möchte. Ja, ist klar. Wenn du Hauswirtschaft hast, kannst du einmal würfeln und wenn diese Probe geschafft sein sollte, kriegst du einen Punkt Erleichterung. Okay. Wenn Ich nicht, glaube, dann das erschwerst du schaffe natürlich die Probe.
Denk dran, du erschwerst die Probe. Ist das nicht die Hälfte des Wertes, der erleichtert wird? Nee, ein Punkt. So, dann ein bekommst du. Ja, na gut, dann gebe ich euch die 3 Punkte. Ich wollte schon sagen, ne? Dann hätte lieber ja, hier. Ja, so, alles klar. 5 Punkte Erschwernis, 3 Punkte Erleichterung sind 2 Punkte Hauswirtschaft. Wünsch mir Glück. Oh. Ja, du schiebst schnell zu und kannst dann wohl noch aus dem Äußeren hören, die Hunde schlagen wohl an. Irgendwer Scheiße. War hier. Scheiße, rennt. Ja, das Fenster ist zu und dann sind die Stimmen nur noch sehr gedrückt. Ja, und die bleiben jetzt hier stehen und lassen sich erstmal so ein bisschen vom Hund ziehen. Ihr steht in einer Rüstkammer. Hier liegen ein paar Waffen sorgsam aufgestapelt herum. Ja, und du kannst auch noch sehen, wie hier wohl so eine kleine Rondra-Statuette steht. Es gibt hier auch einen kleinen Fechtboden, der hier ausgelegt worden ist. Ein paar Vitrinen mit Dolchen und sowas. Also nichts wirklich Wertvolles, aber wenn man sich hier noch ausrüsten wollte, wäre das natürlich eine sehr ideale Möglichkeit. Stecken wir mal einen der Dolche ein. Den verziertesten, den man auf die Schnelle finden kann, der nicht in deiner Vitrine ist. Der Fuchs wird die Rondra-Statue einmal so drehen, dass sie jetzt in die Ecke schaut. Sehr gut. Nicht heute, Löwenhaupt. Ja. Ja. Ich würde sagen, weiter geht's. Sehe ich irgendwelche Bilder? Hier nicht, nein. Die Tür ist aber geschlossen und wenn du sie aufmachst, weil sie ist nicht verschlossen, dann stehst du... Vorher horchen. Der Fuchs drückt sich einmal gegen die Tür, um dort durchzuhorchen. Mhm. Durch das Schlüsselloch, alles dunkel und keine Stimme. Okay. Der Luft ist rein, Chefe. Ach. Gut, dass ich dich dabei habe. Ja, und dann würde ich die Tür aufmachen und reingucken, was ich da sehe. Ja, das ist eine Galerie, eine Ahnengalerie. Also hier hängen dann wirklich die ersten paar Bilder, Porträts, aber so ein paar ausgestellte Ritterrüstungen, die du hier auch sehen kannst. Das ist nichts von Wert. Also das ist einfach nur, welche Störrebrand gibt es und wie sehen die aus? Haben sich irgendwo in einem Garten oder in einem Herrenzimmer dann zeichnen lassen? Hier hängen also die ersten Bilder, aber auf den ersten Blick würdet ihr auch sagen, das ist jetzt nichts, was wirklich... Ja, also Bilder halt. Mhm. Aber die Ingvaldre wollte ja nur 2 Bilder, egal was für welche. Sie sagte, sie weiß, dass er eine Kunstsammlung besitzt, aber sie weiß nicht, welche Bilder dabei sind. Sie möchte 2 Stück haben. Also wenn du das jetzt sehr fexisch auslegst, das ist natürlich richtig verarscht, aber ja, sie hat sich eben schlecht ausgedrückt. Ja, theoretisch, das verhalte ich jetzt einfach mal im Hinterkopf. Und dann würde ich den anderen bedeuten, dass es hier in diesem Raum die Luft rein ist. Und dann würde ich mit dem Handzeichen weiter bedeuten. Und dann deute ich auf. Sagen wir einfach mal, ich kenne die Karte ja ungefähr, deute ich auf die Tür. Wird dann wieder hier Siegwald bitten, da abzuhören, ob man da was hört. Meinst du den Fuchs? Ja, also das habe ich jetzt ja nicht zu ihm gesagt. Sinja, wir Probe gut, hören. Ich erschwere sie dir für die Tür. Das ist eine ziemlich feste Tür. 5 Punkte. Alles klar. Das gleicht sich aus mit meinen 5 Punkten aus herausragendem Gehör. Richtig. Ja, du hörst auf der Außenseite aus dem Flur Stimmen, leise gedämpft, eine weibliche Stimme, die wohl gerade irgendwas fragt und dann ganz grob in eure Richtung kommt und dann klackt eine Tür und das ist wieder leise. Da ist gerade eine Person gewesen, aber sie hat den Raum verlassen. Ich glaube, jetzt ist die Luft rein. Schau sicherheitshalber mal nach. Ich würde ihnen dann bedeuten, durchs Schlüsselloch zu gucken, ob da Licht brennt oder was auch immer. Es gibt wenig Licht. Vielleicht 2-3 Kerzenleuchter, die hier herumhängen. Aber nicht hell erleuchtet. Also nur ein Durchgangsraum. Aber das ist dir von der Karte ja auch schon klar. Okay.